Er macht die Augen auf. Sieht mich, glaube ich. Wie? Hörst du mich? Ich glaube, ich höre. Und kann reden. Gut. Endlich. Reed, bist du das? Du wirkst anders. Siehst sogar aus wie... Wenn du lange genug in Langley bleibst, passt du dich an. Ich bin keine Ausnahme. Schöne Aussicht. Was? Aus dem Fenster. Natur, Ruhe, zwitschernde Vögel. Nicht das, was du gewohnt bist. Hab gehört, du hast einen neuen Job, neue Pflichten. Bist zu beschäftigt für mich. Wer hat das gesagt? Wann? Weiß. Im AV. Du warst nicht da. Oh, ach so, ja. So beschäftigt bin ich nicht mehr. Ich wollte dich einfach sehen. Die Ärzte sagen, ein vertrautes Gesicht könnte dir helfen. Vor allem jetzt. Also. Woher wusstest du, wann ich aufwache? Die Prognose der Ärzte war, dass du heute oder morgen wieder bei Bewusstsein bist. Sie haben vor ein paar Tagen angefangen, dich langsam aufzuwecken. Und? Wie ist es bei dir so? Papierkram, Rekrutenausbildung. Nichts Aufregendes. Nicht gerade dein Ding, oder? Ich bin eh zu alt geworden für echte Missionen. Hey, sag mal, wie geht's Somi? Hat alles geklappt für sie? Ich bekomme seit einer ganzen Weile keine Neuigkeiten mehr. Ich weiß nur, dass sie noch lebt. Nett hier. Fehlen bloß noch die Blumen und die gute Besserung-Karten. Aber ich bin wach. Also hat's wohl funktioniert, oder? So einfach ist es nicht. Die Ärzte haben dich gerettet. Du bist am Leben. Das klingt nach einem fetten Aber. Das gibt es auch. Das Engramm rauszuschneiden war ein hochinvasiver Eingriff in dein Nervensystem. Was soll das heißen? Deine Neuronen können die meisten Implantate nicht mehr verarbeiten. Dein Gehirn schafft gerade mal dein Direct Link und einfache Co-Prozessoren. Aber Kampfimplantate würden dich umbringen. Es tut mir leid, Vi, aber dein altes Leben ist vorbei. Und das ist nicht alles. Du warst 2 Jahre im Koma. Wir haben 2079. Ich verstehe. Das war's? Du wirkst ziemlich gefasst. Ich habe keine Kraft, mich über die Tatsachen aufzuregen. Zumindest noch nicht. Ich wünschte, ich könnte dir helfen, Vi. Doch ich kann nicht. Immer dieselbe Scheiße. Leute
wollen mir helfen und können es nie. Warum? Hey, alles okay? Ich brauche Luft. Meine Beine. Kann kaum stehen. Weil du seit 2 Jahren liegst, wie? Mein Nervensystem ist beschädigt. Ich fass es nicht. Warum haben die keine Nanobots benutzt? Die Neuralmatrix. Sie hat die Regenerationsfähigkeit deiner Zellen verringert. Wir haben alles versucht. Wirklich. Was? Was ist mit meinem Chrom? Deine Implantate wurden deaktiviert. Es war notwendig. Sonst wärst du längst tot. Ich muss hier raus. NC, wann kann ich zurück? Heute, wenn du möchtest. Aber du solltest dich fragen... Nova, wo ist mein Zeug? Wie, hör mir zu. Dein Körper, der wird nicht mehr so wie früher. Das bedeutet, NC ist jetzt nicht mehr der richtige Ort für dich. Versteh doch, dass ich dir noch eine Enttäuschung ersparen will. Super. Und was dann? Wir wissen deine Arbeit zu schätzen. Wir können dir einen Job hier in Langley anbieten. Und was soll ich da machen? Deinen Assistenten spielen? Ich weiß, dass du helfen willst. Und du weißt verdammt gut, dass das nichts für mich ist. Ich will doch nur, dass du nicht auf der Straße landest. Das ist nicht mein Leben, Reed. Könnte es aber sein. Dein altes Leben ist vorbei. Irgendwann vielleicht. Ich denke drüber nach. Aber jetzt will ich nach Hause, nach NC. Ich bin nicht dem Tod entkommen, um hier zu versauern. Wie du meinst. Wenn du soweit bist, ruf die Pflegerin. Und falls du es dir anders überlegst, melde dich bei mir. Reed, diese ganze Sache, haben wir das Richtige getan? Wär's besser gegangen? Ich weiß nicht wie. Und ich habe Angst vor der Antwort.
Sie haben Panam Palma erreicht. Der Teilnehmer befindet sich leider außerhalb des Empfangsbereichs. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Panam, hey. Ist schon lange her. Viel länger, als ich dachte. Oder wollte. Du bist bestimmt irgendwo unterwegs. Ich hoffe, dass das nur vorübergehend ist. Und keine Nomadenflucht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wurde operiert. Ich bin eben erst aus dem Koma aufgewacht. Ich werde überleben. Neue Chance und so. Aber gut, wird's mir nicht mehr gehen. Hör zu. Es wäre wirklich, wirklich super, wenn ich dich sehen könnte. Wenn du Zeit hast, dann ruf mich zurück. Okay? Na dann. Bis bald. Das gibt's nicht. Hey, Judy. Wie? Wo hast du dich rumgetrieben? In einer NOS-Klinik. Wurde operiert. Lange Geschichte. Und offenbar eine lange OP. Muss ja übel gewesen sein. Ich lag im Koma. War alles so nicht geplant. Wow, wie... Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Ich weiß, ich sollte tot sein. Zum Glück bin ich endlich den Biochip losgeworden. Wie das denn? Also ist Silverhand weg? Du bleibst also, naja, du? Für immer. 100% wie. Wie, das ist doch echt Nova. Wenigstens eine Geschichte hat mal ein glückliches Ende. Naja, das hat auch seine Nachteile. Ich werde nie wieder richtig gesund. Ich lebe, aber wer weiß, was jetzt passiert. Scheiße, dein Ernst? Das tut mir leid, Vi. Ich hoffe, du kommst wieder auf die Beine. Ich dachte, ich komme vorbei. Wir essen eine Pizza, quatschen. Weißt du, es hat sich viel verändert. Super, Gerüchte aus NC. Ich freue mich schon. Wie? Ich bin in Pittsburgh. Unverheiratet. Wenn du mal an der Ostküste bist, komm auf ein Bier vorbei, ja? Aber jetzt kann ich nichts für dich tun. Ehrlich? Glückwunsch, Judy. Danke. Echt schade, dass du nicht bei der Hochzeit dabei warst. Ich bin einfach froh, dass du jetzt glücklich bist. Als du verschwunden bist, musste ich aus einer City weg und dann habe ich Bianca getroffen. Und, naja, ich bin wirklich glücklich, wie... Na dann... Mach's gut, Judy. Vielleicht kreuzen sich unsere Wege mal wieder. Hoffentlich. Viel Glück, Vi. Thank you.
Da habe ich ihm gesagt, er kann nicht kreuzweise. Moment, ich muss da... Geht dir mal wieder jemand auf den Sack? Ach du Scheiße. Wie? Oder bist du Johnny? Ich bin's, wie? Der einzig Wahre. Scheiße. Ich fass es nicht. Wie geil, dass du am Leben bist! Dachte mir schon, dass du dich freust. Wie läuft's so mit der Musik? Gibt's neue Songs? Konzerte? Jupp, läuft prima. Danke. Bin gerade im Crystal Palace. Hab gestern ein Konzert gespielt, dabei auf Europa runtergeguckt. Mann, wenn du jetzt hier wärst. Ich bin gerade nicht so in Partystimmung. Okay. Raus mit der Sprache. Was ist los? Ich würde lieber persönlich mit dir reden. Es klingt ernst. Können wir uns treffen? Ich kann gerade nicht. Bin noch eine Weile auf Tour. Aber am Holo gehöre ich ganz dir. Ich habe 2 Jahre im Koma gelegen. Scheiße, Mann, lass das. Siehst du nicht, dass ich telefoniere? Carrie? Hast du gehört, was... Hast du Koma gesagt? Ja, ich wurde operiert. Deshalb lebe ich noch. Hat aber nicht so ganz geklappt. Verdammt, wie... Das tut mir leid. Klingt beschissen. Brauchst du was? Eddies oder... Ich brauche einen Freund, Carrie. Ich will nicht allein sein. Scheiße nochmal, Yuki. Was habe ich gesagt? Lass sie den Soundcheck selbst machen, solange am Ende alles okay klingt. Carrie? Wie? Hör zu, ich würde dir echt gern helfen, aber ich kann gerade nicht. Bin morgen in Paris, dann Kiew. Ohne die Tour wäre ich schon im Flugzeug zu dir. Klingt, als wärst du gerade mordsbeschäftigt. Jeder will was von dir. Ja, blöder Zufall, echt. Hab viel um die Ohren. So ein Pech aber auch. Klar. Was für ein Pech. Was meinst du? Sehen wir uns wieder? Scheiße, na klar. Hey, sobald ich wieder da bin, kommst du vorbei. Wir machen, was du willst. In ein paar Monaten, okay? Maximal 4. Ha? Deal? Okay. Deal. Hör mal, wie... Hier ist echt viel los. Ich werde gerade wieder auf die Bühne gerufen. Aber hey, wenn du nachher reden willst, ruf mich an, okay? Ich fass es nicht. Ich bin's, River. Erst ich. Na, wie? Ist doch klar. Ist das so klar? Red keinen Scheiß. Der W, den ich kannte, wäre nicht 2 Jahre lang einfach so verschwunden. Was hast du nach all der Zeit erwartet? Weiß nicht, vielleicht. Wow, toll, dass du noch lebst. Ah, du hast recht. Sorry. Bin froh, von dir zu hören. Aber ich bin schon ein bisschen sauer auf dich. River, ich lag im Koma. Bin eben erst aufgewacht. Oh, scheiße, wie. Es tut mir leid. Und ich bin so ein Arschloch zu dir, oh Mann. Ja, schon okay. Ich wäre an deiner Stelle auch sauer. Wie? Es liegt nicht bloß an dir. Sondern auch an mir. Was ist denn los? Ich brauchte Geld für Randys Reha. Also habe ich mich auf einen Deal mit Trauma eingelassen. Ich habe ihnen Polizeigeheimnisse verkauft. Infos über gewisse Leute. Du hattest keine anderen Optionen. Woher willst du das wissen? Ich kenne dich. Du hättest es sonst niemals gemacht. Ich weiß nicht. Will ich
Scheiße, River. Das tut mir leid. Vielleicht können wir uns treffen. Einander helfen. Dafür ist es zu spät. Wieso? Willst du mich nicht sehen? Hör zu. Ich bin nicht mehr derselbe Mann wie vor 2 Jahren. Ich könnte dir nicht mehr ins Gesicht sehen. Nicht dir. Nein. Oh, fuck. Was laber ich hier? Ich muss los. Warte kurz, River. Ich sag das nur einmal. Ich hab keinen Bock auf Telefonstreiche, also wenn Hey, Vic. Wie? Bist du das wirklich? Es tut so gut, deine Stimme zu hören. Ich freue mich auch, Vic. Aber wie bist du? Wie geht das? Dieser Netrunner hat mich in eine FIA-Mission mit reingezogen. Die haben mir eine Operation versprochen. Eine Heilung mit der Tech des Runners. Hat auch funktioniert. Aber mit Komplikationen. Einem 2-jährigen Koma. Ach du Scheiße. So viel Lebenszeit. Ja. Ich meine, die haben mir das Leben gerettet. Aber ich kann kein Chrom mehr benutzen. Nicht mal einfache Muskelbooster. Aha, das haben sie dir gesagt? Blödsinn, da wette ich drauf. Die haben sicher was übersehen. Komm bei mir vorbei, Vic. Wenigstens ist auf dich immer noch Verlass. Hä? Wieso sagst du das so? Ich habe schon jemanden versucht anzurufen. Offenbar haben nicht alle meine Bekanntschaften überlebt. Das Leben ging für die weiter, Vic. Aber manchmal kommen Leute auch wieder. Ich mache mich auf den Weg zu dir. Selber Ort wie früher? Ja, gewissermaßen. Wir sehen uns, Vic. Du kennst die Adresse. Kann ich helfen? Ich brauche einen Flug nach Night City. Natürlich. Ein AV steht für Sie bereit. Ich hole Sie gleich ab. Endlich wieder auf den Beinen? Das ist sehr schön. Gehört. Meine Frage, ist der Alkohol, den ich für Mr.
gekauft habe, angemessen. Ja, perfekt. Genau das, was ich wollte. Wird weggefallen. Sorry. War kurz ganz woanders. Michelle, du bist also wieder in Ensevi. Ensevi. Das klingt doch nett. Ich habe mich gefragt, ob uns beide noch weitere Reisen erwarten. Wobei mir nicht entgangen ist, dass du abwesend wirkst. Wie fühlst du dich? Ich muss das noch verarbeiten. Gestern war ich noch ein Teil dieser Straßen. War jetzt zu Hause. Falls es dich tröstet. Ich glaube nicht, dass Night City sich stark verändert hat. Wie ist das Leben als alleinstehendes Auto? Schwer zu sagen. Ich bin so, wie Vater mich gemacht hat. Was er wohl jetzt treibt? Die Essenz seines Wesens an die Grenzen meines Verständnisses gesprengt. Es kann gleichzeitig überall und nirgendwo sein. Wie hast du 2 Jahre lang allein überlebt? Ich stand in einem Parkhaus. Aber das wurde sehr schnell, sehr langweilig. Dann habe ich angefangen, Leute herumzufahren. So wie es Vater gemacht hat. Gegen Bezahlung. Oh nein, was soll ich denn Geld machen? Ich habe sie nur gebeten, den Tank zu füllen. Können wir kurz zu meinem Apartment? Sicher. Ich suche deine Adresse heraus und... Was ist los? Du wurdest offenbar vor einem Jahr rausgeworfen. Ausstehende Miete. Leider kann ich dich nicht nach Hause fahren. Scheiße. Mann, war lange nicht mehr hier. Was hat sich sonst verändert? Die ganze Stadt spricht darüber, dass Arasaka sich größtenteils aus Night City zurückgezogen hat. Du möchtest vielleicht die Nachrichten hören. Ich schalte das Radio ein. Und jetzt zur brandheißen Frage der Woche. Yurinobu Arasaka. Was ist passiert? Unser heutiger Gast ist Masao Adams, Autor der Biografie Der gezähmte Drache. Herzlich willkommen in der Show. Ich freue mich, hier zu sein, Stan. Ein Sprecher von Arasaka gab kürzlich bekannt, dass Yurinobu als CEO zurückgetreten ist. Stimmt das oder ist das völliger Quark? Also, Stan. Es geht um einen Mann, der mal freiwillig ins Familienexil gegangen und einem Nomadenclan beigetreten ist, im Konflikt mit Vertretern seines Vaters. Dass er einfach selbst von der Bildfläche abtreten würde, ist kein bisschen plausibel. Du meinst also, er hatte Hilfe? Aber warum? Mit welchem Ziel? Es ist doch ganz einfach. Yurinobu wollte Arasaka absichtlich zerstören. Das zeigt seine Lebensgeschichte. Irgendwann ist der Vorstand aufgewacht und hat den Saboteur rausgeschmissen. Faszinierende Theorie. Zuhörer können darüber mehr erfahren in Masao Adams' neuestem Buch Der verlorene Phönix. Saburo hatte wohl recht. Der vorstehende Nagel wird eingehämmert. Vielleicht wollte Yurinobu etwas anderes als ein guter Sohn sein. Oder vielleicht wollen Leute mit Verschwörungstheorien seine Inkompetenz erklären. Auch das ist möglich. Arasaka zieht sich zurück. Richtig. Andere Konzerne versuchen, das Loch jetzt zu füllen. Na, Johnny, du hast deinen Wunsch bekommen. Arasaka ist raus. Nur sind Konzerne wie Hydren. Schlag einen Kopf ab und du kriegst 2 neue. Sprichst du mit mir? Nein, mit mir selbst, Del. Ist egal. Da wären wir. Ich warte hier auf deine Rückkehr. Ich gehe jetzt lieber.
Hör mal, wie, wenn ich das anmerken darf. Uns allen geht irgendwann der Treibstoff aus. Aber das soll nicht heißen, dass man die Reise nicht genießen soll. Was geht so bei dir? Na, willst du etwas Spaß haben? Hey du, bleib stehen! Ach komm schon, das muss doch jetzt nicht sein. Du kommst nicht von hier, oder? Na und? Ist Reisen nicht mehr erlaubt? Ist schon erlaubt. Aber nicht hier, Alter. Ah, ja. Was grinst du so blöd? Kram, okay? Wie kann ich helfen? Willkommen bei Zetatech Network. Was führt Sie in unsere Klinik? Was ist das denn? Wo sind die Glöckchen? Die Kerzen? Der Weihrauch. Dafür gibt es sicherlich diverse Geschäfte in der Stadt. Das habe ich nicht gemeint. Hier war mal ein Esoterikladen drin, verstehst du? Bedauere. Jetzt befindet er sich wohl nicht mehr hier. Misty Olszewski. Ist sie hier? Niemand mit diesem Namen ist mir hier bekannt. Vor 2 Jahren hat sie hier gearbeitet. Weißt du denn wirklich gar nichts? Das ist eine neue Zweigstelle. Leider kenne ich die Vorbesitzerin nicht. Ich will zu Viktor. Kann ich durch zu ihm? Haben Sie einen Termin? Ja, einen privaten. Ja. Hier ist das auch notiert. Bitte beeilen Sie sich. Der nächste Patient kommt bald.
Vic, schön dich zu sehen, alter Ripper. Wie lange ist es her? Naja, kommt drauf an, wen du fragst. Du machst das zur Gewohnheit, hä? Von den Toten auferstehen. Ich dachte wirklich, ich sehe dich nie wieder. Ach komm schon, ich heul gleich weg. Wäre das denn so schlimm? Wie auch immer, der ist für dich. Es gibt eine Regel, kein Alkohol in der Klinik, könnte dafür verwarnt werden. Moment. Das ist die gleiche Sorte, die Jackie und ich getrunken haben. Es lief der Titelkampf im Mittelgewicht. Malone gegen Kano. Ich kann mich noch genau erinnern. Erinnerungen sind gut. Sie erden dich. Ja, das waren noch Zeiten. Es hat sich viel verändert. Jackie ist tot. Misty ist auch weg. Und all ihre Düfte. Na gut, rauf mit dir auf den Stuhl. Was genau willst du machen? Ich fange erst mal mit einem gründlichen Scan an. Entspann dich, das geht schnell. Misty... Was ist passiert? Sie ist ausgezogen. Vor kurzem. Also fast. Manchmal kommt sie vorbei und holt noch eine Kiste mit ihrem Zeug ab. Aber sie besucht mich immer seltener. Also trinken wir doch nichts? Entspann dich. Kommt noch. Aber erst helfe ich dir. Meinst du echt, das wird was? Mach mir keine falschen Hoffnungen. Das wird schon. Glaub mir. Also, wie fühlt es sich an, wieder am Leben zu sein? Die Welt, das Leben. Alles ging ohne mich weiter. Niemand hat auf mich gewartet. Außer dir habe ich keinen. Ich weiß, was du meinst. In meinem Alter passiert das öfter, dass man nichts mehr gemeinsam hat mit Leuten, die einem mal wichtig waren. Weißt du das wirklich? Denn bei dir hat sich mehr als nur das Alter geändert. Was genau willst du damit sagen? Deine Klinik. Was ist damit passiert? Wirkt irgendwie kühler hier. Du redest jetzt nicht von der Klimaanlage, oder? Du weißt, was ich meine. Was soll ich dir sagen? Konzernstandards, Richtlinien. Ich habe mich angepasst. Das ist schon alles. Aber ein bisschen Individualität habe ich beibehalten. Diese Setatec-Sache. Wie bist du da reingeraten? Es gab zu viel Druck. Sogar Drohungen. Widerstand schien mir zwecklos. Warum? Dachtest du, du schaffst das nicht? Mir wurde klar, dass meine Verluste größer wären, wenn ich mich wehre. Du hast immer Nein gesagt, wenn Leute deine Klinik übernehmen wollten. Warum diesmal nicht? Ich bin es einfach leid, W. Die Strömung ist stark und ich konnte ihr nicht standhalten. Deine früheren Kunden mochten keine Konzerne. Kommen die immer noch zu dir? Die meisten leider nicht mehr. Als würden wir plötzlich eine andere Sprache sprechen. Verstehe. Ich hatte auf eine andere Reaktion gehofft.
Ich habe das Gefühl, Misty hat das anders gesehen und ist deshalb gegangen. Können wir das Thema wechseln? Liege ich etwa falsch? Sie ist sensibel. Viele Veränderungen, vor allem unangenehme. Sie hat sich hier nicht mehr wohlgefühlt, verständlicherweise. Ich vermisse sie. Hoffentlich ist sie zufrieden. Hoffentlich werden wir das alle sein. Hey Vic, warum bist du überhaupt Ripper geworden? Jugendliche Rebellion, würde ich sagen. Alle meine Freunde damals wollten jemand sein. Ich habe ihnen geholfen, körperlich, seelisch, sie zusammengeflickt und damit nur ihre unvermeidbare Selbstzerstörung rausgezögert. Aber Konzerne verrecken genauso schnell. Sogar noch schneller. Mag sein, aber die wachsen mir nicht ans Herz. Vic, vernünftig wie immer. Mit erreichbaren Träumen. Die hatte ich noch nie. Das lernst du noch. Wenn du meinst. Der Kern sieht recht gut aus. Gucken wir uns deinen motorischen Kortex an. Klingt nicht gut. So was habe ich noch nie gesehen. Dein Kortex reagiert einfach nicht mehr auf Signale von Implantaten. Wenn ich die Neuroport-Firmware neu installiere? Nein, das würde... Oder ein Wechsel zu binären Signalen. Das gäbe lebensbedrohliche Schocks. Du kannst helfen, Vic. Ich hab mich wohl geirrt. Sorry. Mach dir keinen Kopf, Vic. Ich hatte eh nicht viel Hoffnung. Nicht gut. Du musst dran glauben, dass dein Leben nicht vorbei ist. Selbsttäuschung? Das ist dein Ratschlag? Nein, aber du musst deine Realität akzeptieren. Du hast dich verändert, ja, aber du lebst. Hey, ich musste mich auch anpassen, aber Ripper bin ich trotzdem. 2 Jahre. Du kannst es vielleicht nicht sehen, aber für mich war das weniger Zeit. Ich seh's. Du bist unglücklich. Tust nur so, als wärst du selbst. Ah. Glaubst du das wirklich? Vector, schnell jetzt. Es gab Ärger. Ich brauche Hilfe. Kannst du gerade nicht? Nicht jetzt, Tyler. Komm morgen wieder. Komm morgen wieder? Das ist ein Freund. Gehört nicht zum Konzern. Bitte, das ist mir wichtig. Komm später wieder. So läuft das nicht. Du hast einen Vertrag unterschrieben. Tyler, bitte. Vector, nimm's nicht persönlich, aber du flickst mich zusammen. Sonst reiche ich eine Beschwerde ein. Eine Freundin von dir? Kundin. Ich hab jetzt nur noch Kunden. Vector, hallo? Ich warte. Du hast eine Patientin weg. Ist schon okay. Scheiße. Weh. Es tut mir so unglaublich leid. Weg doch! Hey, komm jederzeit vorbei, ja? Klar. Na klar, komm ich vorbei. Mach die Tür zu, wenn du gehst, okay? Ich muss mich um Tylers Problem hier kümmern. Du bist heute richtig in der Scheiße gelandet, hä? Tja, diese Petrochem-Schwänze haben uns in die Mangel genommen. Habt ihr gesagt, dass ihr zu wenige seid? Die waren in besserer Position. Reines Glück. Wurde getroffen.
Weiß nicht wo, aber ich kann mich kaum bewegen. Du mutest dir zu viel zu. Das Liedchen kannst du mir singen, wenn ich Chief of Security bin. Mal sehen. Jetzt würde ich gern in Ruhe arbeiten. Keine deiner üblichen alten Witze und Kommentare? Mir ist nicht nach Smalltalk. Ist aber ungewöhnlich für dich, Ripper. Sonst wirkst du fröhlicher. Wie gesagt, mir ist nicht nach Smalltalk. Siehst du das, Jimmy? Ein Konzernlutscher. Jetzt lass doch mal, Mann. Easy. Komm schon, her mit deiner Knete. Na los. Ich arbeite nicht für einen Konzern. Hältst du mich etwa für blöd? Bist gerade aus einer Zetatec-Klinik spaziert. Eddies, Schätzchen, sofort. Ganz schlechter Zeitpunkt. Mir doch scheißegal. Die Kohle! Verpisst euch, oder soll ich euch etwa das Hirn wegbrennen? Sollen wir nicht lieber gehen? Na los, mach ruhig. Hack mich doch, wenn du kannst. Kannst du nicht? Dachte ich mir schon. Buja! Ah! Da! Wie? Aber du... Was ist mit dir passiert? Misty? Schön langsam. Alles macht an. Verdammt. Ich hätte dich nie auf der Straße erkannt. Die Jacke. Ist das Jackies? Ja. Du hast dich kaum verändert. Etwas blass, aber... Ja. Die Zeit ist stehen geblieben für mich. Was ist bei dir los? Alles okay? Was machst du hier? Ich hab gehört, du wärst weggezogen. Bin ich auch. Ich musste nur noch was erledigen. Aber erzähl mal, wie geht's dir? Ganz ehrlich, ich fühle mich total verloren. Ich wurde von zwei Versagern zusammengeschlagen. Warum hast du dich denn nicht gewehrt? Konnte ich nicht. Ich... Ist eine lange Geschichte. Oh, ist der Relic dran schuld? Ich weiß, ich sollte mir Sorgen machen, aber ich bin einfach so froh, dich zu sehen. Das scheint dich nicht zu überraschen. Die letzten zwei Jahre waren schwierig. Mich überrascht nichts mehr so schnell. Glückspilz. Nein, viel Glück hatte ich nicht. Ich hab dich so vermisst, Misty. Fühlt sich an, als hätten wir uns gerade erst gesehen. Es waren nur zwei Jahre wie nur ein Augenblick für das Universum. Das muss schwer für dich sein, ich weiß. Aber auch schwere Zeiten gehen vorbei, wie alles im Leben. So einfach ist das nicht, Misty. Alles hat sich verändert. Wirklich alles. Du siehst doch, was passiert ist.
Ich kann mich nicht mal mehr gegen ein paar Versager wehren. Was mache ich jetzt? Du musst leben wie andere normale Menschen. Dunkle Gassen vermeiden, vor Schüssen wegrennen. So ist das halt. Sieht so dein Leben aus? Willkommen in der Welt der Normalsterblichen, Vi. Ich werde bald abgeholt, aber ich habe noch 1-2 Minuten. Ich habe dich echt vermisst, weißt du? Wolltest du vorm Abflug Victor sehen? Er meinte, dass du mit den Veränderungen nicht einverstanden warst und deshalb gegangen bist. Ach ja? Interessante Formulierung. Ich habe ihm gesagt, dass er weich geworden ist und ich da nicht mitmache. Wo willst du hin? Zum Terminal von Orbital Air, dann nach Polen. Da gibt's einen uralten Wald. Machst du das, um dich selbst zu finden? Ich will Arbeit finden. Strafzettel für Wanderer schreiben, die wilde Wiesente mit Süßigkeiten füttern. Ich brauche eine Pause von der Stadt, von Menschen. Mann, dass ausgerechnet du Night City verlässt. Echt eine Überraschung. Eine seltsame Geschichte. Weißt du, warum ich mich dazu entschieden habe? Hast du die Karten gelesen? Nein, nicht die Karten. Aber so ähnlich. Mein Lieblingskräutergeschäft ist abgebrannt. Ich wollte weißen Salbei kaufen, doch ich fand nur eine verkohlte Ruine vor. Und da wurde mir klar, dass nichts mehr ist wie vorher. Jackie ist tot. Du bist verschwunden. Ich wusste, ich muss das Esoterikum schließen. Ohne mein eigenes Gleichgewicht kann ich anderen mit ihrem nicht helfen. Sorry, Misty. Ich wünschte, ich hätte dir helfen können. Wirklich. Du hast überlebt. Das hilft mir schon. Weißt du was, Misty? Danke. Danke dir auch, Vi. Könnte auch eine Kippe vertragen. Hier. Ich hätte irgendwie nie gedacht, dass du mit dem Rauchen anfängst, Misty. Es beruhigt mich. Das brauche ich mittlerweile. Misty, sag mir einfach, was ich machen soll. Gleichgewicht oder nicht? Du hattest immer Ratschläge. Ich sag dir, wie ich es aus meinem dunklen Loch geschafft habe. Wie denn? Ich habe erfahren, dass ein alter Freund noch am Leben ist. Ist jetzt auch egal. Mein Leben ist wie ich gerade eben in der Gosse. So wie als deine Familie sich aufgelöst hat. Wie nach Konpeki. Sowas wird auch in Zukunft passieren. Das erscheint dir womöglich seltsam. Aber das Leben ist voller Veränderungen. Manchmal auch unerwünschte. Ich könnte bei der FIA arbeiten. Naja, dann hättest du zumindest für eine Weile was. Wie denkst du darüber? Klingt eher nach Frührente an einem Schreibtisch. Zumindest hättest du da deine Ruhe. Aber du hast bestimmt noch andere Optionen. Viele sogar. Weißt du was? Du hast recht. Ich darf nicht aufgeben. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich ein Fixer. Was meinst du? Erstmal solltest du deine Einstellung überdenken, sonst wird das nichts. Du bist jetzt nur ein Gesicht unter vielen, wie. Vergiss das nicht. Ein Gesicht unter vielen. Also, fängst du irgendwo neu an? Was meinst du? Ja.
Ich kenne so wenig von der Welt. Vielleicht sollte ich auch weggehen. Und vielleicht kann ich mein neues Ich finden. Irgendwo da draußen. Wenn du in einem gewissen uralten Wald in Polen landest, helfe ich dir suchen. Mein Wagen wird gleich da sein. Bringst du mich hin? Wirst du jemals zurückkommen? Wer weiß. Ich will nicht zu weit vorausplanen. Also eher nicht. Ja, das denke ich auch. Wiedersehen. Das hoffe ich. Oh, wie? Hast du die Kette mit der Kugel noch? Ich... habe ich wohl verloren. Dann such nicht danach. Ist nicht mehr wichtig. Also den Biochip besiegt. Und Johnny gewissermaßen auch. Du bist immer für eine Überraschung gut. Kleiner, aber ich habe gehört, das hat dich echt viel gekostet. Das tut mir leid. Ehrlich. Vor einer Weile hat im Afterlife jeder über dich geredet. Ein paar Leute wollten dir sogar deinen ganz persönlichen Drink auf der Karte verschaffen. Vielleicht sollten wir sie weiter glauben lassen, dass du nicht mehr am Leben bist. Versteh mich nicht falsch. Die Tür zu meinem Club steht dir immer offen. Aber dein Legendenstatus, naja, der würde mit jedem Besuch nachlassen. Denk drüber nach. Vergessen werden wir dich jedenfalls nie. Ich weiß, dass du in Night City bist. Gesund und ohne Biochip in deinem Kopf. Herzlichen Glückwunsch, V. Viel Zeit ist vergangen. Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Die Worte eines alten Samurai drücken meine Gedanken gut aus. Starke Medizin schmeckt stets bitter. Nach deinem Verschwinden haben Hanako-sama und ich Yorinobu gestellt. Wir wollten den Arasaka Tower einnehmen. Das gelang uns nicht. Hanako-sama lebt nicht mehr. Ich werde für ihren Tod verantwortlich gemacht, halte mich seit 2 Jahren versteckt. Mein Leben ist wie die Müllhalde, auf der ich dich gefunden habe. Das wollte ich dir sagen. Du warst eine sehr starke Medizin. Wie? Wie? Hey, ich fass mich kurz, okay? Hör mal, also, es ist nett, dass du dich bei Panam gemeldet hast. Gut zu wissen, dass du an einem Stück bist.
Aber, naja, erwarte keinen Rückruf von ihr, okay? Lass sie am besten ganz in Ruhe, wenn's geht. Als du verschwunden bist, hat sie das echt hart getroffen. Leute wachsen ihr nicht so schnell ans Herz, aber wenn es passiert, ist sie auch leicht verletzt. Ich weiß, dass das nicht deine Absicht war. Also verstehst du das bestimmt. Du solltest dir und ihr das nicht antun, okay? Ruf einfach nicht mehr an. Hey, wie? Würde mich freuen, von dir zu hören, wie es dir geht. Wenn du nach Langley kommen willst, nur zu. Sieh es nicht als Entschädigung oder als Trostpreis. Du würdest mir damit einen Gefallen tun, nicht andersrum. Ich weiß, ich hab dich hängen lassen. Und zu mir auch. Aber dir kann ich noch helfen. Vielleicht fühle ich mich dann weniger... Meld dich einfach mal, okay? Hey, wie? Unser letztes Gespräch lief nicht so toll, ha? Wollen wir das nochmal versuchen? Ein paar Bier trinken, uns einen alten Kampf angucken. Eine schöne Erinnerung für unser neues Leben. Die wollen die Klinik renovieren. Schicken mich ausgerechnet nach San Francisco. Gibt wohl einen Neuanfang für uns beide. Aber es wäre einfacher, wenn man das letzte Kapitel richtig abschließen könnte. Naja, für mich zumindest. Was hältst du von der Idee?